Einmal um die ganze Welt, von Wuhan bis Knittelfeld. Es ist mir egal, ist es heiß oder es friert. Sind Sie schwarz oder auch weiß? Sind Sie jung oder ein Greis? Jeder wird von mir gnadenlos infiziert. Corona kommt, die Quarantäne kommt. Ischgl, Ischgl, kleines Dorf in den Bergen. Ischgl, Ischgl, dort darf niemand aus der Gemeinde raus. Denn Corona befiehlt das kleine Batznauntal. Ischgl, Ischgl. Da gab es nur noch diese Wahl. Ischgl, Ischgl, niemand darf mehr raus. Doch sie hatten Glück, Touristen durften noch zurück. Mit 66 Jahren lebst du im Risiko. Mit 66 Jahren ist das euer Credo. Mit 66 Jahren macht Corona einen Schuss. Mit 66 ist mit deinem Leben dann Schluss. Irgendwo in fremdem Land ist dieser Virus groß entbrannt. Er flog zu uns so schnell herbei und wir waren nicht mehr frei. Corona und ein Befehl und ein Land stand nun ganz still. Bleib zu Haus, geh nicht mehr raus, gefangen wie eine kleine Maus. Lockdown, Lockdown. Gastwirte schließen ihre Tore. Die Künstler wissen nicht weiter. Homeoffice singt man im Chore. Keine Jobs mehr für Arbeiter. Lockdown, Lockdown, schreit man aus dem Kanzleramt. Wir fahren die Wirtschaft an die Wand. Hahaha. Hey, Lockdown, Lockdown, Fädchen, dein Glas ist leer, doch ein Ober kommt nicht mehr. Hahaha, hey! Jeden Freitag kamen sie ins Fernsehen, aha, unsere geschätzten Volksvertreter. Jeden Freitag mussten sie Neues drehen, aha, an unseren Gesetzparameter. Immer wieder freitags kommen neue Bestimmungen. Ich höre das Volk schon stöhnen über die Verbote wegen der infizierten Zahl, die so hochschossen wie bis in das All. Immer wieder freitags kommen neue Bestimmungen. Jeder sehnt sich nach dem Schönen, als man Politiker nur zu den Wahlen sah. Aber diese Zeit ist nicht mehr da. Ich traf eine Schönheit, sie hieß Jasmin. Wir gingen gemeinsam überall hin. Wie sehr ich mich jetzt nach ihr sehne, denn wir leben getrennt und in Quarantäne. Social Distance, Social Distance. Jeden Tag möchte ich sie spüren. Social Distance, Social Distance. Wann kann ich sie wieder berühren? Jedes Wort hat nicht denselben Ton. Kommt es virtuell aus dem Mikrofon? Eine Welt ohne Nähe ist doch nur blanker Hohn. Alles nur, weil ich mit ihr nicht zusammen wohn. Social Distance, Social Distance. Jeden Tag möchte ich sie spüren. Social Distance, Social Distance. Wann kann ich sie wieder berühren?
Damals ging ich meine Straße nachts entlang. Da marschierten mich zwei Autolichter an. Damals stiegen zwei Polizisten heraus. Damals fragten sie, was machst du so fern von zu Haus? Damals wusste ich nicht, was das alles soll. Damals zeigten sie mir das Protokoll. Damals hatte ich meine Brille nicht mit. Damals erklärten sie's mir mit diesem Lied. Du darfst nicht mehr nachts nach draußen gehen. Du darfst nicht mehr deine Freunde sehen. Du darfst nur mehr zu Haus und alleine sein. Und jetzt freue dich auf deinen Rechnungsschein. Ich fahre täglich mit dem Bus 503 in die Stadt zum Shoppen und zur Bäckerei und noch den kleinen Sprung zur Bank nebenan. Überall sagt freundlich das Gewerbegespann: Wir haben Sie gerne bei uns zu Gaste, aber bitte mit Maske. Wir kannten einst keine großen Probleme, nur steigende Meere und ein Flüchtlingsstrom. Doch wenn ich die Zeitung in die Hand nun nehme, begrüßt mich immer wieder dieses Genom. Ja, früher sah man Politiker nie, doch mit dieser blöden Pandemie schauen sie täglich aus dem Fernseher raus. Corona hat uns alle mächtig im Griff auf dem wirtschaftlich sinkenden Schiff und ich schreie aus dem tiefsten Herzen hinaus: Wann kommt endlich die Normalität? Die Normalität, wie sie früher einmal war, mit Anschlägen, Erderwärmung und Flüchtlingswellen, und nicht distanziert und arbeitslos wie in diesem Jahr.